Tisch. Wir sind zufrieden mit dem Sieg. Ein großes Kompliment an die Jungs. Ich glaube, sie haben sie etwas speziell, etwas. Wir haben ein bisschen Geschichte geschrieben für den Verein. Es ist nicht einfach, wenn man kommt aus der Challenge League in der Schweiz als liechtensteinische Team hier gegen so einen guten Gegner mit so guter Tradition, mit so guten Spielern. Die Jungs sind da solidarisch aufgetreten und am Schluss, ich denke, sie haben den Sieg verdient. Çok sert bir maçın üzerinden geçtiler. Takım çok eğitimli ve tecrübeli bir takım olduğunu ve yine de yaptıkları galibiyet üzerinde çok mutlu olduklarını belirtiyorlar. İsviçre genel maçlardan gelip buralara gelip bu kadar böyle bir oyuncularla oynamak gerçekten onlara hem sevinç verdi hem de bugünkü galibiyet için çok mutlular. Ah, nicht besonders. Also wir wollten einfach ein kleines, ich sag mal ein bisschen, wie sagst du auf Deutsch? Ein bisschen tonisieren, ein bisschen Warm-up vor dem Spiel machen, weil das Spiel war spät am Abend um 8 Uhr und den ganzen Tag einfach im Bett liegen und rundum hängen. Er war nicht positiv für die Jungs. Wir haben das immer gemacht bis jetzt. Und ja, ich glaube, wir haben einfach die Bedingungen genutzt, ein bisschen durch die Stadt zu laufen und ja, wir machen es einfach immer. Genel olarak bunları, bu tarz antrenmanları yapıyorlarmış. Hem şehri görmek hem koşu yapmak amacıyla. Bütün gün yatakta yatmaktansa dışarıda koşu yapmayı tercih ettiğini bahsediyor. Was hast du der Mannschaft da jetzt gesagt nach dem Spiel? Das ist ja ein überragender Sieg eigentlich. Das Ganze. Ja, ich habe sie einfach gratuliert und ich habe sie gesagt, dass wir einfach eine Mannschaft sind. Und ja, wir haben ein enormes Potenzial. Ich habe immer an unsere Mannschaft geglaubt. Das Potenzial ist da. Logisch, ich denke schon am nächsten Spiel am Sonntag gegen Thun. Das Problem ist jetzt wieder, immer wieder das abzurufen. Und das ist unser Job, mein Job als Trainer und es ist auch das Job von den Spielern jetzt ab sofort. Oyunculara ne dediniz oyundan sonra sorunun üzerine? Bugünkü oyunda oyun için tebrik ettiğini ve genel olarak performanslarını tam olarak ortaya koyduklarını ve pazar günü oynayacakları maçlarında büyük bir sorumluluk beklediğini bahsediyor. Böylece genel olarak evet ich mache das zum ersten Mal also genel olarak bu konuda tebrik ettiğini ve önlerindeki maçta uluslararası böylece bir galibiyet için büyük bir sorumluluk üzerlerinde olduğunu ve biraz da olsa baskı olduğunu söylüyor. So, vielen Dank. Ako, die Stadt könnten wir nicht viel sehen, weil wir waren mehr auf Spiel fokussiert, aber wir haben es, auch wenn wir angeflogen sind, haben wir ein bisschen so gesehen, dass es sehr schön ist. Es war alles sehr freundlich, von der Landung bis jetzt. Wir sind sehr freundlich empfangen gewesen. Ja, Stadion ist einfach überragend, also wir hatten schon vor Freude an diesem Stadion, an die Fans, an so laut, die so laut waren. Und am Schluss, ich glaube, sie waren auch sehr fair, sie haben uns gratuliert und es hat keine großen Probleme, aber es war für uns ein Highlight. Leider war der Rasen ein bisschen K.O., aber also von Bedingungen her ist alles wirklich sehr schön, sehr freundlich, alles top. Konya için şunu söylemek istiyor. Genel olarak çok misafirperver karşılandıklarını ve herhangi bir sorun yaşamadıklarını, stadyumu aşırı derecede büyük ve zaten bu stadyumda oynamak için bir ön sevinçleri olduğunu bahsediyor. Aynı zaman taraftarlarla da ilgili gayet iyi karşıladıklarını ve bundan da hoşnut olduğunu söylemekte. Ve genel olarak Konya için zaten şehri de çok göremedikleri için Konya ile ilgili herhangi bir kötü olumsuz düşüncesi olmamakta.